trust I seek, and I find in you. Open mind for a different view. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Lee Martin und ich habe ein weiteres Video für euch am Start. Und zwar möchte ich mich mal mit euch über ein gewisses Thema unterhalten, was ja seit ein paar Wochen, seit circa 3-4 Wochen auf YouTube die Runde macht. Und zwar ist es dieser sogenannte, ja, neue PlayStation 4 Jailbreak mit einem GTA 5 Mod-Menü und so weiter und so fort. Immer wenn man sowas sieht oder liest auf YouTube oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, PlayStation 4 Jailbreak konnte, also es war alles immer nur Fake. Allerdings hat sich das jetzt ja geändert und ich würde dieses Video nicht machen, wenn ich es nicht wüsste, dass es wirklich funktioniert. Und zwar ist es möglich, jetzt wirklich tatsächlich die PS4 zu jailbreaken und natürlich auch damit im Online-Modus zu modden. Allerdings funktioniert das nicht so wie bei der PlayStation 3 früher, dass man halt auf eine gewisse Version geht, eine Custom-Firmware aufspielt und dort dann alles weitere regeln kann. So funktioniert das nicht. Das alles ist ein bisschen komplizierter bei der PlayStation 4. Ich meine, hat ja jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis das mal funktioniert hat. Wie gesagt, allerdings ist das ein bisschen komplizierter und auch ein bisschen schwerer, als es damals bei der PS3 der Fall war. Und zwar, wenn man eine PlayStation 4 jailbreaken möchte, so, und damit natürlich auch im Online-Modus zu modden und so weiter und so fort, bedarf es gewisse Voraussetzungen, die nicht jeder erfüllen kann. So, und zwar bedarf das Ganze zwei Voraussetzungen. Ihr braucht dafür eine spezielle PS4. Das funktioniert nicht mit jeder. Oder das funktioniert nur mit speziellen PlayStation 4 Typen. Und zwar braucht ihr dafür eine amerikanische PlayStation 4 auf der Version 1.76 oder auf der Version 7.02. Das sind auf jeden Fall ist auf jeden Fall die erste Voraussetzung, die ihr benötigt, um überhaupt eure PlayStation 4 zu jailbreaken. Das funktioniert mit deutschen Konsolen überhaupt nicht. Wie gesagt, um das möglich zu machen, braucht ihr eine amerikanische Version von der PlayStation 4 auf der Version 1.76 oder halt auf der Version 7.02. Das ist aber noch nicht alles. Dazu braucht ihr nämlich einen speziellen Chip, den ihr auf eure PS4 beziehungsweise in eure PlayStation 4 einlöten müsst. So, und da haben wir jetzt natürlich zwei Hindernisse. Erstens müsste man sich erstmal eine PlayStation 4 aus Amerika besorgen mit der Version 1.76 oder 7.02. Das ist schon mal die erste Hürde. Okay, ich meine, vielleicht hat man Glück, um sowas bekommt man sowas bei eBay oder sonst irgendwo im Online-Markt oder so oder was ich wo, im Darknet oder whatever wo. Ihr müsst auf jeden Fall diese PlayStation aus Amerika haben mit dieser Versionen, also mit diesen zwei Versionen. So, dann benötigt ihr noch natürlich diesen speziellen Chip, den ihr, wie gesagt, in eure PlayStation 4 einlöten müsst. Das heißt, ihr müsst eure PlayStation 4, wenn ihr die dann habt, diese amerikanische Version, müsst ihr dann aufschrauben und diesen Chip einlöten auf spezielle Kontakte, damit das Ganze auch funktioniert. So, die erste Hürde ist, wie gesagt, erstmal an diese PS4 ranzukommen. Die zweite Hürde ist, erstmal an diesen Chip ranzukommen. Das ist alles nicht ganz einfach. So, natürlich kann man sich auch schon eine fertig gejailbreakte PS4 aus Amerika kaufen. Das heißt, diese PlayStation 4, die ihr zum Beispiel in Amerika kaufen könnt oder irgendwo im Netz oder whatever wo, hat schon diese Version und natürlich schon den eingelöteten Chip. So, allerdings könnt ihr euch vorstellen, dass diese Konsole nicht für 200 oder 300 Euro zu haben ist. Na, das ist ja schon klar. Ich meine, wer so eine spezielle PlayStation 4 haben möchte, wo ein Jailbreak direkt funktioniert, wo schon alles fertig ist, auch mit dem Chip,
Da müsst ihr schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und wenn ich sage, ihr müsst da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, meine ich das auch. Für das Geld könnt ihr euch locker eine PlayStation 5 kaufen. Aber die Preise variieren zwischen 500 und 700 US-Dollar. Also das heißt, ihr müsst, wie gesagt, da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr tatsächlich so eine PlayStation haben wollt. Ja, da gibt es allerdings noch ein kleines Problem an der Sache. Wenn ihr so etwas im Internet kauft, weil ihr habt einfach nur die Möglichkeit, sowas im Internet zu kaufen. Es gibt keinen Anbieter, so wie Mediamarkt, Saturn oder sonst irgendwas, wo ihr einfach mal so eine gejailbreakte PS4 kaufen könnt. Das funktioniert nicht. Ihr seid gezwungen, diese privat von irgendeinem zu kaufen. So, und da ist natürlich wieder das Problem, ist das Fake? Oder ist das real? Ne, das kann man auch nie sagen. Ob dieser Verkäufer, der das anbietet, sage ich jetzt mal bei eBay zum Beispiel, ob das wirklich eine gejailbreakte PS4 ist, die alle Voraussetzungen erfüllt, oder ob das irgendein Fake ist. Das sind natürlich alles Hürden, die das Ganze erheblich schwerer machen wie damals bei der PS3. So, und ich meine, diese Hürden zu überwinden, ja, ich glaube, das wird alles nicht so einfach. Wie gesagt, ihr braucht eine amerikanische PlayStation 4 mit der Version 1.76 oder 7.02. Dann braucht ihr natürlich noch den Chip. Oder wenn ihr Glück habt, bekommt ihr noch eine fertige. Da ist natürlich auch wieder das Problem, ob das Ganze safe ist und ob das Ganze real oder fake ist. Also das ist alles nicht so einfach, an so eine PlayStation ranzukommen. Es ist verdammt schwierig. Und ich gehe mal stark davon aus, bis dies auch in Deutschland funktioniert mit deutschen Konsolen, kann es ja noch gut und gerne Monate oder Jahre dauern, wenn das überhaupt funktionieren sollte. Allerdings, also beziehungsweise momentan funktioniert das einfach nur auf diesen speziellen Konsolen, was ich gerade alles aufgezählt habe. Und ja, da fragt man sich natürlich, ist das sein Geld wert? Ist es das Risiko wert, sein Geld aus dem Fenster zu werfen und nicht zu wissen, ob man wirklich so eine Konsole bekommt? Na klar, lockt das den einen oder anderen an, weil ich meine, zum Beispiel in GTA 5 Online mit dem Mod-Menü rumlaufen auf der PlayStation 4, das ist schon wirklich nice. Aber ob das wirklich alles so, ja, tadellos über die Bühne geht mit so einer Konsole, ist oder sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall wollte ich mit diesem Video einfach mal sagen, dass da tatsächlich was dran ist, dass das Ganze kein Fake ist, dass dies tatsächlich möglich ist, weil wie gesagt, seit Wochen macht das Ganze ja auf YouTube die Runde und ich habe mich da mal hintergesetzt und habe natürlich auch mit jemandem privat über einen Discord telefoniert, der damit zu tun hat und habe mich da auch mal ein bisschen erkundigt. Wir haben, ich glaube, über anderthalb Stunden telefoniert und ja, es ist tatsächlich möglich. Ich erzähle euch da keinen Scheiß und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wegen Risiko und wie das Ganze funktioniert und allem drum und dran. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Wie sieht das in der Zukunft aus, wenn die PlayStation 5 mal auf dem Markt ist? Weil dann bekommt die PS4 ja irgendwann keine Updates mehr. Ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und wie ihr die Zukunft der PlayStation 4 seht. Und ja, wie gesagt, alle weiteren Links, die ihr benötigt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und los geht's. Ansonsten, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst dem ganzen Daumen auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, beziehungsweise dem Video einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das Video teilen würdet, würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten, ihr wisst jetzt, was zu tun ist, Freunde. Und ich bedanke mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.